Hallöchen. Und zwar wollte ich euch einen kleinen Einblick geben auf, oder in vielmehr, unsere Welt von Harry Potter. Wir haben einen Server erstellt, mit der auf Adventure-Modus laufen wird, wo man das Ganze drumherum, was in Harry Potter passiert und so, alles selber erleben kann. Und zwar beginnen wir das Abenteuer. Wir starten im Schrank unter der Treppe. Hier gibt es dann ein Buch darüber, was das hier für ein Server ist und was du zu tun hast. Und hier stehen extra Schilder an der Tür. Das Haus ohne deinen Hogwarts-Brief nicht verlassen. Also musst du dann erstmal das Haus durchsuchen und deinen Hogwarts-Brief finden. Das erspare ich euch jetzt aber erst, weil ich will natürlich auch niemandem jetzt zeigen, wo es ist, denn man muss halt schon gut suchen, damit man es findet. Manche finden es sehr schnell, manche brauchen ein wenig. Auf jeden Fall, wenn man halt das Haus verlässt, zeige ich euch jetzt gerne ich bin im Creative, dann die Welt hier gegenüber, also das hier ist Ligusterweg Nummer 4, das hier gegenüber ist Mrs. Fig, die Nachbarin. Diejenigen, die Bücher gelesen haben, wissen, wer sie ist. Hier ist gerade noch ein Spielplatz in der Bauphase. Also es ist noch nicht alles fertig. Aber ich wollte euch schon mal einen kleinen Einblick geben. Von dem Zeitpunkt an, wo ich das Video gerade aufnehme. Wir haben den 2. Januar. Ich gehe davon aus, dass wir im ersten Quartal mit allem fertig werden soweit. Und es dann zum 1.4. beginnen kann. Wir sind hier auf jeden Fall dann jetzt in London. Hier gibt es jede Menge Reihenhäuser, wo dann Portschlüssel zu verschiedenen Orten sind. Oder die Häuser selber auch gefüllt sind. Hier unterirdisch haben wir auch das Zaubereiministerium. Zum Beispiel über die Telefonzelle oder über die Toilette zu erreichen. Hier haben wir verschiedene Dinge nachgebaut. Hier geht's dann in den tropfenden Kessel. Wenn man den dann durchquert, kommt man hier in den Innenhof. Darüber will ich jetzt nicht zu viel verraten. Das könnt ihr alles selber erleben. Und dann ist hier die Winkelgasse, wo ihr dann, wenn ihr euren Hogwarts-Brief habt, auch eure Ausrüstung kaufen könnt. Wenn ihr dann damit fertig seid. Moment, fliegen hier gerade mal eben wieder raus. Ab und an, wenn ich so schnell durchfliege, laden die Chunks nicht schnell genug, deswegen ruckelt es ein bisschen. Nicht wundern. Dann geht's nach King's Cross. Ich will nicht zu viel zeigen. Ich will euch auch keine Secrets aus Hogwarts zeigen oder so. Das ist alles euch selber überlassen, die dann zu finden. Hier kommen wir dann zu Gleis 9 und 10. Dort kommt ihr dann zum Hogwarts Express. Wenn ihr dann mit dem Hogwarts Express fahrt, kommt man dann nach Hogsmeade. Da haben wir den Zug ein zweites Mal gebaut, weil er sich ja nicht wirklich fortbewegen kann. So, dann kommt man in Hogsmeade an. Und der Bootspier für Schüler der ersten Klasse würdet ihr dann benutzen, wenn ihr euch einschreiben solltet. Was ihr übrigens auf kampfkrümelp.net machen könnt, werde ich in der Infobox verlinken. Und dann rudern alle gemeinsam dann nach Hogwarts rüber. Also wir haben sehr viel Liebe zum Detail wirken lassen. Man folgt dann einfach den Seelaternen. Gebäude baut
löst sich langsam auf. Ich habe nur 15 Chunks laden lassen. Von der Einstellung her. Deswegen nicht wundern, wenn man nicht so weit schauen kann. So, die Bootsankunft. Bitte das Rudern einstellen. Sobald man das hier passiert hat, kann man aussteigen. Hier steht es auch nochmal, Achtung, aussteigen. Könnte natürlich sein, wenn ihr auf den Server kommt, dass manche Dinge hier anders aussehen, weil wir da nochmal irgendwie den Feinschliff haben ficken lassen. Hier geht es auf jeden Fall dann zum Schluss hoch. Roleplay-Server wird dann auf jeden Fall so ablaufen, dass jeden Freitag oder jeden zweiten Freitag Unterricht stattfinden wird. Wer möchte, kann daran teilnehmen. Es ist keine Pflicht. 20 Uhr wäre Unterricht. Um 21 Uhr jeden zweiten Freitag ist ein Quidditch-Match. Und nach 12 Wochen ist das Schuljahr dann zu Ende. Die Jahresabschlussprüfungen finden am Samstag und Sonntag dann statt, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr. Wer dann an mindestens, also in der ersten Klasse sind es 5 reguläre Schulfächer plus Quidditch-Training oder Flugstunde, wenn man so möchte. Wer von den regulären 5 Unterrichtsstunden mindestens 3 mitgemacht hat, der bekommt am Ende der Stunde jeder so einen Diamanten. Und hat man 3 von 5 möglichen Diamanten, kann man an der Prüfung teilnehmen und kann dann zum nächsten Schuljahr aufsteigen. Ihr könnt aber auch ewig Erstklässler bleiben, das ist euch selbst überlassen. Hier haben wir dann die große Halle, wo ihr euch dann hier hinsetzen könnt. Dann bekommt ihr den entsprechenden Hut auf den Kopf. Bei der Anmeldung dürft ihr angeben, in welches Haus ihr auf keinen Fall möchtet. Also werdet ihr jetzt ein Fan von Slytherin, sagen wir mal, und ihr sagt, oh, ich möchte auf gar keinen Fall nach Gryffindor, dann können wir leider nicht garantieren, dass ihr nach Slytherin kommt, aber ihr könnt das Haus wählen, in das ihr gar nicht möchtet. Die anderen 3 werden per Zufall ausgelost. weil wir damit versuchen, das Ganze ein bisschen fairer zu handhaben. Nicht, dass am Ende 50% der Leute in Gryffindor sind und weitere 50% dann in Slytherin und Hufflepuff und Ravenclaw werden komplett ausgesprochen. Das wäre nicht schön, deswegen wollen wir das per Zufall entscheiden lassen. Ihr dürft halt nur ein Haus wählen, in das ihr gar nicht möchtet. Hier haben wir dann schon mal auf dem schwarzen Brett dann zum Beispiel die Quidditch-Termine. An die Flugschule ist Jahresabschlussprüfung, haben wir aufgeschrieben. Wann der Unterricht genau ist, steht dann hier drinnen. Steht hier auch. Unterricht, Siebuch in der Truhe. Dann könnt ihr euch dann eins rausnehmen. Wenn ihr was aus Kisten nehmen dürft, ist es eigentlich immer dran geschrieben. Ihr könnt euch dann halt komplett im Schloss frei bewegen. Also die ganze Woche über. Freitags ist wie gesagt Unterricht und Quidditch, wenn dann. Und an dem 29. und 30.06., das ist ein Samstag und Sonntag, sind die Prüfungen. Ansonsten könnt ihr jederzeit auf den Server kommen, alles mögliche erkunden. Es gibt jede Menge Geheimgänge, es gibt andere Secrets und Easter Eggs, es gibt auch die Inhalte aus den Büchern, also sagen wir mal Fluffy und den Stein der Weisen und die Kammer des Schreckens und solche Dinge. Alles ist alles verbaut. Es ist schon jede Menge Content auf jeden Fall da, was man erforschen kann. Es gibt eigentlich alles. Hier ist noch eine kleine Bibliothek zum Beispiel von Schülern für Schüler. Hier sind leere Bücher drin, da von Schülern gefüllte Bücher. Da ist zurzeit noch nichts drin. Ihr könntet hier aber zum Beispiel dann euch ein Buch nehmen, da etwas reinschreiben und das dann oben reinlegen. Dann können andere Leute es lesen. Also ihr könnt euch da, wenn ihr wollt, könnt ihr euch damit Briefchen hinterlassen. Ihr könnt aber auch einfach Bücher schreiben. Ihr könnt machen, was ihr möchtet. Wir haben alles hier. Wir haben den Duellierclub hier. Wir haben Klassenzimmer, wir haben Büchereien, also Bibliotheken, den Krankenflügel, Hagrids Hütte, wir haben alles mögliche. Hier, warte, ich fliege mal per Spectator einmal raus. Dann zeige ich euch das Schloss mal so von oben. Das ist ja auch eine sehr beeindruckende Aussicht dann.
Wir haben hier zum Beispiel in dem Innenhof werden dann, wenn ihr in der Winkelgasse euch Tiere kauft, Esel und Pferde könnt ihr auch kaufen. Die würden hier auf der Koppel landen. Da hinten, das was ihr seht, wo mein Kreuz drüber liegt, das ist das Katzenhaus. Wenn ihr dann euch einen Ozelot oder so holt, dann würde der dorthin teleportiert werden. Das hier ist übrigens das Schiff von Durmstrang. Wir haben noch nicht die Kutsche von Bobaton, die wird noch gebaut. Wir hatten die mal, aber die sah einfach nur miserabel aus. Die haben wir wieder weggerissen. Da hinten haben wir, vielleicht habt ihr schon gesehen, das Labyrinth aus dem vierten Teil. Wir haben die Peitschende Weide. Wir haben hier ein großes Quidditch-Feld, wo ihr dann auch lernt, wie man hier Quidditch spielt. Also wir haben das ein bisschen... Oh, guck mal, ich bin gerade mit den Lilithrinnen geflogen. Wir haben das halt hier ein bisschen anders gemacht. Zum Beispiel halt, hier sind die Umkleiden. Hier könnt ihr euch dann zum Beispiel umziehen. Da habt ihr dann in den Hausfarben Quidditch Kleidung, da ist extra Federfall drauf und so, wenn ihr dann abstürzen solltet mit eurem Besen, solltet ihr in der Regel nicht sterben, außer das passiert zu schnell hintereinander. Hier haben wir Quidditch-Raketen drin. Das heißt nämlich, wenn ihr mit den Elytren fliegt und diese Raketen zündet, ihr kriegt dann da ein paar Slots in die Hand gedrückt und wenn ihr die abfeuert, dann katapultiert ihr euch wieder nach oben. Das wird eine ganz schöne Arbeit, euch dann damit in der Luft zu halten. Wenn ihr dann den Quaffel in der Hand habt, müsst ihr durch einen der Ringe fliegen und damit macht ihr dann Punkte. Also es ist ein kleines bisschen abgewandelt, ihr müsst den nicht werfen, ihr könnt einfach mit dem Quaffel in der Hand durchfliegen. Wichtig ist nur, dass ihr den in der Hand habt. Ihr müsst also, kurz bevor ihr durch eine der Ringe fliegt und hoffentlich auch trefft, weil mit den Elytren ist das manchmal echt schwierig, müsst ihr auf jeden Fall von der Rakete, die ihr dann in der Hand habt, wechseln auf den Quaffel. Die Schiedsrichter, die dabei sind, werden das beobachten, ob ihr den Quaffel ausgewählt habt in der Hand. Ihr könntet da natürlich auch schlau sein und ich sag jetzt mal, dieses Schwert wäre der Quaffel, dass ihr den in eure Zweithand nehmt und die Raketen weiterhin in der Hand habt. Wenn ihr das im Flug schafft, dass ihr, wenn ihr den aufgesammelt habt, den dann in eure Zweithand packt, braucht ihr euch darüber keine Sorgen mehr machen. Wenn ein Spieler den anderen trifft, also zum Beispiel die Treiber, die haben Schwerter, Holzschwerter mit so einem Rückstoß dran. Damit werdet ihr dann in eine andere Richtung katapultiert sozusagen. Wenn die euch treffen oder ein gegnerischer Quidditch-Flieger, ein Quidditch-Spieler euch anrempelt, dann verliert ihr dabei den Quaffel. Den müsst ihr dann fallen lassen und jemand kann den dann wieder aufheben und wieder losfliegen. Wenn ihr euch umgezogen habt, falls ihr mitspielt, dann könnt ihr zum Spielfeld und dann nur mit Besen benutzen, sonst fällt man in den Tod. Und der Besen sind die Elytren. Wenn ihr dann da... Fallt ihr dann von hier oben runter? Da ich jetzt im Creative bin, funktionieren die Elytren nicht so, wie sie sollen. Aber wer dann fliegt ihr halt von ganz weit oben herunter, müsst eure Elytren dann halt benutzen, um dann in den Tod zu stürzen. Also es ist schon anstrengend, also aber es macht Spaß. Hier seht ihr verschiedene Freizeiträume auch. Also ich habe jede Menge Freizeiträume eingebaut. Also wenn ihr euch zum Beispiel mit einem Kumpel zusammen anmeldet und ihr könnt ja nicht beide zwangsläufig dasselbe Haus kriegen. Also es kann sein, dass per Zufall entschieden wird, dass ihr ins selbe Haus kommt. Aber falls nicht, seid nicht traurig. Ihr könnt euch jederzeit in den Freizeiträumen treffen. Wichtig ist, also eine der Regeln ist auf jeden Fall, dass ihr das Passwort zu eurem Haus nicht weitergebt. Auch nicht an euren besten Freund, der in einem anderen Haus wäre oder ähnliches. Ihr könnt euch jederzeit in diesen Freizeiträumen treffen. Man muss sich nicht dann zwangsläufig in den Gemeinschaftsräumen aufhalten. Die Gemeinschaftsräume sind eh nicht, wer weiß wie groß. Wird wahrscheinlich eh nicht viel los sein. Aber es gibt halt genug Räume, wo man sich halt treffen kann. Hier haben wir dann zum Beispiel auch Astronomieturm und der Freizeitraum für Bücherwürmer. Ich habe die alle benannt, damit man, wenn man sagt, so, ich will mich mit dir in dem und dem Freizeitraum treffen, dass man auch weiß, wo was ist. Dafür habe ich auch einen Guide oder einen Lageplan erstellt, wo nach Alphabet sortiert, alle Räume aufgelistet sind. Hier haben wir die Gewächshäuser.
einiger Zeit wird man sich da hoffentlich ganz gut zurechtfinden können. Also ich glaube, den Lageplan habe ich hier reingetan. Hogwarts Guide, ja, hier ist er drin. Wenn man dann halt mal reinschaut, da haben wir dann den Lageplan von den Ländereien und Gebäuden von Hogwarts. Erstmal ist das Ganze gegliedert in Gebäude A, Gebäude B, Innenhof 1, 2, Außenhof 1, 2 und dann alphabetisch in den Kategorien. Also das hier ist Gebäude A, das da hinten ist Gebäude B. Der Übergang ist dort, also alles was da liegt ist Gebäude A, alles was da liegt ist Gebäude B und dann gibt es zum Beispiel den Innenhof 1, das müsste das jetzt hier sein. Das ist der Innenhof 1, da werden dann die Pferde, da ist dann die Pferde- und Eselkoppel. Und dann haben wir hier aber dann zum Beispiel auch noch einen Innenhof und einen Außenhof. Und hier ganz hinten ist dann auch noch ein Außenhof, von dem dann zum Beispiel, zuletzt hier gerade, von dem dann zum Beispiel die lange Brücke abgeht, wo es dann zum verbotenen Wald geht und zu Hagrids Hütte. Die ganzen Bäume laden hier gerade, deswegen ruckelt es ein wenig. Wenn man zu Fuß hier durchgeht, ist das alles ein bisschen entspannter. Und dann ist halt Gebäude A, und dann kommt Balkon, Besenkammer, Bibliothek, Großbibliothek, Kleinbahn, bla bla bla. Juwelierclub, Freizeitraum, Großhalle, Klassenzimmer, also Klassenzimmer und so weiter und so fort. Das ist halt innerhalb der Kategorie dann. Wenn euch also ein Raum einfällt oder so, wo ihr sagt, wo ist der, dann ist es da aufgeschrieben. Nur Geheimnisse sind nicht natürlich aufgeschrieben. Es ist nicht verzeichnet, wo der Raum ist mit Fluffy. Es ist nicht verzeichnet, wo das Badezimmer ist, der Maul in der Myrte oder ähnliches. Also wer ein bisschen Ahnung hat, der findet das auch so. Ansonsten stolpert man vielleicht früher oder später drauf. Man soll ja ein bisschen Spaß haben, ein bisschen erkunden können, ohne direkt einem alles vor die Nase gesetzt zu bekommen. Man weiß ja natürlich auch, in den Kerkern ist halt der Slytherin-Gemeinschaftsraum. Der ist zum Beispiel jetzt in dem Lageplan auch nicht aufgeführt. Auch die Gemeinschaftsräume der anderen Häuser, wer die Bücher gelesen hat, weiß, wo die sich befinden. Oder die Filme gesehen hat, wenn es dort gezeigt wurde. Hier haben wir dann zum Beispiel den Gemeinschaftsraum der Slytherins. Hier wirft man in den linken, wirft man dann das Passwort rein. Das wird rechts sofort wieder ausgespuckt. Du kriegst es also dann zurück in deine Tasche. Wenn du zu Slytherin gehörst, dann bekommst du halt den Schlüssel dazu. Und dann öffnet sich das Tor und du kannst in den Gemeinschaftsraum eintreten. So ist das mit den anderen Häusern auch geregelt. Bei manchen der Secrets wollen wir das auch noch so machen, dass man den Schlüssel zu den Secrets, also sagen wir zum Beispiel die Kammer des Schreckens, dass man die auch nur mit so einem Schlüssel öffnen kann. Und dass man den dann irgendwo findet. Hab schon überlegt, dass man das vielleicht dann so macht, dass man tatsächlich in der richtigen Reihenfolge das Ganze macht. Also dass man zum Beispiel beim Stein der Weisen dann auch den Schlüssel zur Kammer des Schreckens findet, dass man nicht erst in der Kammer und dann zum Stein der Weisen kommt oder so. Wer also sowas sehen möchte, der muss es dann wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge machen. Ich lasse mir da noch was einfallen. Wir sind halt auch noch nicht mit allem komplett fertig mit der Planung. Mit den Unterrichtsstunden wissen wir auch, haben wir noch gar nichts geplant. Also was genau jetzt stattfinden wird. Es ist halt nur so, im ersten Schuljahr finden die Fächer Geschichte der Zauberei, Zauberkunst, Zaubertränke, Verwandlung und Verteidigung gegen die dunklen Künste statt. Das sind auf jeden Fall die 5 Fächer plus halt die Flugstunde. Und von jedem Unterricht gibt es nur eine einzige Stunde. Das habe ich hier, glaube ich, auch aufgeschrieben. Der Unterricht. So. Unterricht im Schuljahr April bis Juni 2019. Da habe ich dann zum Beispiel erstmal das mit der Flugstunde aufgeschrieben. Dann haben wir hier Geschichte der Zauberei, findet am 12.04. um 20 Uhr statt. Am 26.04. findet Verwandlung statt. Also immer im 2-Wochen-Takt findet eine Stunde statt und im Anschluss findet auch ein Quidditch-Match statt. Das Einzige, wo
Einzeln, was stattfindet, ist am Freitag, den 5.4., also am 1.4., das ist ein Montag, findet die Auswahlzeremonie und alles statt. Also wer sich anmelden möchte, dann muss dann auf jeden Fall dabei sein. Das ist ein Montag. Da muss man dann schon Zeit haben, weil da sollen nämlich alle gleichzeitig dann da sein. Dass alle Schüler gemeinsam in der Winkelgasse einkaufen gehen, dass alle Schüler gemeinsam mit den Booten nach Hogwarts segeln und so weiter. Und dann alle peu à peu eingeteilt werden, weil ich das Ganze streamen werde auf Twitch. Und über das Rad dann auswähle, wer in welches Haus kommt. Das wird live übertragen. Dann halt freitags ist immer dann Unterricht oder Quidditch. Und oder Quidditch, sagen wir das mal so. Dann ist nämlich am Freitag, den 5.4. ab 20 Uhr die Flugstunde. Und dort wird dann halt auch ausgewählt, wer zum Team gehört und wer nicht. Wir müssen dann gucken, wie viele Schüler gibt es. Ich denke nicht, dass im ersten Schuljahr die Teams voll werden. Also, dass es wirklich pro Haus 7 Leute gibt, die jeden zweiten Freitag Zeit hätten für Quidditch. Also potenziell Zeit hätten für Quidditch, weil es spielt ja jedes Haus nur 3-mal. Das heißt zum Beispiel Ravenclaw würde am 12.04. spielen, am 24.05. und am 21.06. Es findet jede zweite Woche was statt, aber es spielt ja nicht jedes Haus jede zweite Woche. Aber man müsste halt potenziell an den Termin Zeit haben. Das muss man sich halt vorher überlegen. Und das ist bei 7 Spielern pro Team. Wir müssen uns dann noch was einfallen lassen, wie das dann halt im ersten Schuljahr passiert, wie viele Leute dabei sein werden. Und wenn es zum Beispiel nur 3 Leute pro Team sein werden, dann werden es nur 3 Jäger, die werden dann Punkte machen. Und ich werde dann zum Beispiel sagen, dass ein Quidditch-Spiel 30 Minuten dauert. Wer nach 30 Minuten die meisten Punkte hat, gewinnt dann das Match. Dann haben wir zum Beispiel keinen Sucher oder es gibt dann halt auch keine Treiber beispielsweise. Das muss man dann halt individuell erstmal gucken. Das muss ja alles erstmal ins Laufen kommen. Auf jeden Fall ist halt dann direkt am ersten Freitag ist dann halt die Flugstunde mit der Auswahl fürs Quidditch-Team. Und eine Woche darauf findet der erste Unterrichtsstunde statt und das Quidditch-Spiel. Und am 7.6. findet die letzte Unterrichtsstunde statt. Aber am 21.6. findet dann ja noch ein Quidditch-Spiel statt. Also 2 Wochen darauf findet noch ein Quidditch-Spiel statt. Davor ist kein Unterricht. Und dann habe ich halt noch dazu geschrieben, dass man in der Zeit vom 8.6. bis 28.6. komplett Freizeit hat. Da habt ihr sozusagen entweder Schulferien, wenn ihr wollt, oder halt ihr habt halt Freizeit und Zeit zum Lernen, wie auch immer. Und dann am Samstag und Sonntag, den 29. und 30.6. ist dann halt die Jahresabschlussprüfung. Ja, wer mindestens an 3 von 5 Schulfächern teilgenommen hat und seine Diamanten vorweisen kann, darf an der Prüfung teilnehmen, um ins nächste Schuljahr aufzusteigen. Diese Diamanten könnt ihr alle bei euch im Gemeinschaftsraum... Warte, was haben wir hier? Das ist auch nochmal Unterricht. Wo fehlt denn was? Ich habe 1 zu viel. Naja, auch nicht schlecht. In eurem Gemeinschaftsraum könnt ihr euch ein Bett aussuchen. Da werde ich dann, oder halt die Hauslehrer, die mit euch zu eurem Gemeinschaftsraum nach der Auswahlzeremonie gehen, euer Bett beschriften mit einem Schild, wo euer Name dran steht. Und daneben steht auch eine Endertruhe. Die Endertruhen, Moment, ich zeige euch die gerne, falls wer noch nicht damit vertraut ist. Diese Endertruhen. Wenn ich die öffne, hier ist jetzt nichts drin. Packen wir mal dieses Schwert da rein. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel noch eine andere Endertruhe aufstelle, ist da auch dieses Schwert drin. Alles, was in der Endertruhe liegt, was ich dort reingelegt habe, kann auch nur ich wieder rausnehmen. Egal auch, wo die Endertruhe ist. Also wenn ihr zum Beispiel bei einem Mitschüler ans Bett geht und auf die Endertruhe klickt, seht ihr nur euer eigenes Zeug. Man kann einander dann nicht bestehlen. Wenn ihr also Diamanten sammelt beim Unterricht, dann packt sie am besten in eure Endertruhe. Da kann niemand anderes drauf zugreifen, außer ihr. Dann dürft ihr nur nicht euren Namen ändern. Wenn ihr euren Minecraft-Namen danach ändert, erstens müsstet ihr mir dann Bescheid geben, weil ich euch dann whitelisten müsste wieder für den Server.
weil dann nur euer alter Name gewitelistet wäre. Und alles, was in eurer Endertruhe war, ist dann weg, weil der nur auf euren alten Benutzernamen reagiert. Das muss euch bewusst sein. Und man kann nur alle 30 Tage, glaube ich, seinen Minecraft-Namen ändern. Das wäre, wenn das dann kurz vor der Prüfung stattfinden würde, dass ihr euren Minecraft-Namen ändert. Und ihr könnt ihn dann nicht wieder ändern, um auf euer Inventar zuzugreifen in eurer Endertruhe. Dann habt ihr an eurem Abschlussprüfungstag eure Diamanten nicht. Da kann ich dann leider auch nichts tun. Ich werde nicht Buch darüber führen, wer am Unterricht jetzt teilgenommen hat und wer nicht. Das kann ich einfach nicht machen. Das ist zu viel Aufwand. Wer weiß, wie viele Leute teilnehmen. Maybe hat man es noch im Kopf, aber man kann es halt nicht garantieren. Und deswegen müsst ihr auf eure Diamanten aufpassen. Packt sie in eure Endertruhe, ändert euren Minecraft-Namen nicht. Am besten, wenn ihr euren Namen ändern wollen möchtet. Wenn ihr euren Namen ändern möchtet, dann macht das vor der Anmeldung. Passiert hier nichts. Wenn ihr sagt, okay, ich nutze Minecraft sonst gar nicht oder es stört mich nicht, wenn andere Leute jetzt einen neuen Usernamen von mir sehen und ich möchte gerne zum Beispiel auf Hogwarts Dean Thomas heißen, beispielsweise. Und der Name wäre noch frei bei Minecraft, dann könnt ihr euren Namen in Dean Thomas ändern und danach meldet ihr euch dann zu Hogwarts an. Dann habt ihr einen schönen Roleplay-Namen hier auf dem Server. Ich zum Beispiel hieß vorher Kampfkrümel-LP, heiße jetzt aber Professor Dumbledore, also Prof-Dumbledore, weil einfach nur Prof-Dumbledore oder nur Dumbledore oder plus Dumbledore oder was auch immer, war alles schon vergeben. Deswegen habe ich diese Schreibweise gewählt. Die ist jetzt nicht zu abgewandelt und vorher war ich Kampfkrümel-LP und alles, was in meiner Kampfkrümel-LP-Endertruhe war, ist weg. Habe ich nicht mehr. Deswegen, da hätte ich auch vorher mal reingucken können, ob ich da noch was drin habe, was ich unbedingt haben wollte. Fällt mir jetzt aber halt auch nicht ein, ob ich da jetzt irgendwas zwangsläufig verloren hätte, was sehr wertvoll gewesen wäre. Deswegen vorher darüber nachdenken. Und ja, also wir haben Hogsmeade ausgebaut, wir haben Godric's Hollow bereits, wir haben noch jede Menge anderer Orte, die ich euch jetzt nicht zeige. Ich zeige euch hier gerade nur das Schloss und wie das Ganze mit dem Roleplay dann anfangen würde, also dass ihr dann bei den Dursleys unter der Treppe wärt und ähnliches. Alles andere könnt ihr selber erforschen. Ich will euch da halt nicht zu viel vorwegnehmen. Und ja, wenn ihr Bock habt, in der Infobox werde ich den Link meiner Homepage bereitstellen. Da steht auch nochmal in den Ablauf und Regeln, wie das Ganze abläuft, die Daten, alles. Alles, was wichtig wäre zu wissen, habe ich dort niedergeschrieben. Und wenn ihr mit dem Ablauf und den Regeln einverstanden seid, dann könnt ihr euch sehr gerne anmelden. Dafür brauche ich einmal einen Namen, den ihr zum Beispiel hier im Discord nutzt, den ihr oder wie ihr in echt heißt oder was auch immer, wie ich euch nennen soll, wenn ich euch eine E-Mail schreibe, dann brauche ich eure E-Mail-Adresse, weil viele Infos werden dann halt auch noch an die E-Mail-Adresse geschickt. Kurz bevor das Schuljahr losgeht, würde ich allen eine E-Mail schreiben, so, es geht jetzt bald los. Es ist jetzt bald der 1.4., so als kleine Erinnerung. Dann brauche ich euren Minecraft-Namen. Und dann müsst ihr natürlich noch angeben, in welches Haus ihr auf gar keinen Fall möchtet. Wenn euch das wirklich komplett egal ist, wenn ihr sagt, okay, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin, ist egal, finde ich alle gut. Oder habe ich gegen keins der Häuser eine echte Abneigung oder so, könnt ihr auch ist mir egal auswählen. Dann habt ihr die Wahl zwischen allen vier Häusern. Ansonsten könnt ihr natürlich einfach auswählen, welches ihr nicht möchtet. Und dann steht da noch sowas bei, von wegen, dass man sich als Vertrauensschüler melden kann. Das wird im ersten Schuljahr wahrscheinlich nicht passieren, weil man selber ja noch Neuling ist. So kann man halt keine neuen Leute anleiten und ihnen zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also man kann das Ganze vergleichen mit denjenigen, die vielleicht schon alt genug sind, das zu kennen. Damals noch bei Knuddels mit den Stammis, die dann damals die neuen Leute auf Knuddels herumgeführt haben und ihnen gezeigt haben, wie das Ganze abläuft und so. Aber ja,
Vertrauensschüler wird es wahrscheinlich im ersten Jahr noch nicht geben, aber es wird einen Hauspokal am Ende des Schuljahres geben. Je mehr ihr am Unterricht teilnehmt, desto mehr Hauspunkte könnt ihr für euer Haus sammeln. Und am Ende des Jahres wird dann die Verleihung des Hauspokals stattfinden, wo ihr dann vielleicht eurem Haus zum Sieg verhelfen könnt. Es wird fürs Quidditch-Spielen wird es Hauspunkte geben. Je mehr Punkte ihr beim Quidditch macht, desto mehr Hauspunkte gibt es. Das spielt auch mit rein. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mit 30 zu 10 Punkten gegen das gegnerische Team gewonnen habt, dann kriegt ihr 30 Hauspunkte, die anderen kriegen 10 Hauspunkte. Also je mehr Punkte ihr macht, egal ob im Unterricht oder beim Quidditch, desto mehr Punkte gibt es für euer Haus. Und am Ende des Jahres wird das Ganze zusammengezählt. Zwischendurch könnt ihr euch das auch hier angucken. Hier steht der Punktestand, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin. Wenn was sich ändert, dann wird das dort eingetragen und bis dahin wird das alles sich noch ein bisschen ändern. Es kann sein, dass einige Dinge sich noch verändern. Die Strecke ist übrigens die Kutschen, die nach Hogwarts führen von Hogsmeade aus. Also wenn ihr zum Beispiel am Ende des Schuljahres wieder nach Hause fahren möchtet und ihr macht das Ganze im Roleplay-Rahmen, dann könnt ihr die Kutschen nach Hause nehmen. Dafür werden dann in London noch einige Häuser freistehen. Ihr könntet euch da zum Beispiel dann euer Zuhause festlegen. Das könnt ihr dann alles machen. Ich bin gespannt, ob ich noch bis zum Start ein Plugin auf den Server installieren werde, womit ihr wirklich Geld habt, das ihr dann ausgeben könnt, wenn ihr hier bei den Läden was kauft. Das weiß ich noch nicht, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Andernfalls kriegt ihr die Sachen einfach kostenlos. Wenn ihr dann zum Beispiel ein Haus in London habt oder so, könnt ihr da in die Kisten auch euer Zeug legen und ganz viel dort verwahren, weil es wird schon eins geben, was ihr kaufen könntet. Zum Beispiel auch in der Winkelgasse wird es, ich glaube, an die 20 verschiedene Bücher geben, die man sich kaufen könnte und die durchlesen könnte. Natürlich müsst ihr einige davon auch für den Unterricht kaufen, aber es wird auch einige geben, die einfach nur just for fun sind. Also zum Beispiel ein Buch von Gilderoy Lockhart oder Geschichte Hogwarts und ähnliches. Hier hinten ist die Heulende Hütte übrigens, zu der natürlich auch ein Geheimgang führt. Also diejenigen, die wirklich Bescheid wissen über die Welt von Harry Potter, werden es leichter haben, einige Geheimgänge zu finden. Oder man googelt. Weil es ist schon alles dem nachempfunden, wie es halt wirklich in der Welt von Harry Potter ist. Ich hoffe, das war jetzt genug erster Eindruck hier von dem Server. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns am 1.4. wieder, ne? Viel Spaß wünsche ich. Tschüss.